Am Sonntag, dem 28. Juni, fand die Eröffnung der neuen Bogensportanlage im Bergsteigerdorf Mauthen statt. Bei einem Tag der offenen Tür konnten Interessierte an Einschulungen und Übungsschießen im Freizeitpark des ÖAV Obergelter Lesachtal teilnehmen. Vor gut zwei Monaten haben wir hier im Bergsteigerdorf Mauthen, Alpenvereinszentrum Obergelter Lesachtal, eine Bogensportanlage errichtet. Es gibt die Möglichkeit, oben beim Alpenvereinszentrum sich am Schießplatz einzuschießen, auf einen sogenannten Fitterplatz, auf unterschiedliche Entfernungen. Und hinter uns, entlang von der Forststraße, haben wir die Möglichkeit, einen 3D-Parcours zu absolvieren. Wie ist man auf die Idee gekommen? Im Grunde ist es selbst mein Hobby. Und dieses Hobby teile ich gerne mit anderen. Es freut mich, wenn da Jugendliche sowie auch Erwachsene oder ältere Personen Freude daran haben. Wir wissen, dass das familientauglich ist für Jung und Alt. Und so ist das Ganze eigentlich ins Leben gerufen worden. Der Lederer Sepp, dem wir dafür recht herzlich danken, dass er von Beginn an diese Idee aufgegriffen hat, ist dahinter gestanden und gesagt: Stefan, mach was draus, bilde eine Neigungsgruppe. Wir stehen hinter der Sache und anfänglich für Bögen und Pfeile ist das Budget zur Verfügung gestellt worden. Bevor scharf geschossen wird, werden die Teilnehmer mit dem Gerät und der Technik vertraut gemacht. Das Wichtigste für uns herum ist einmal die Sicherheit, gell, dass im Grunde ein jeder mit dem Bogen sicher umgehen kann, alle Gefahrenmöglichkeiten, Gefahrenpotenziale ausgeschlossen werden können. Und das Wichtigste für einen Anfänger ist, dass man eine Einschulung und Unterweisung bekommt. Wie schaut diese Einschulung aus? Das Gefahrenpotenzial muss und soll ausgeschlossen werden. Und bei der Einschulung selbst bekommt der interessierte Bogensportler Unterweisung in der Handhabung von dem Bogen, von dem Pfeil und von der Schießtechnik. Diese T-Stellung, das heißt, die Bogenhand schaut im Prinzip waagrecht hinaus, die Sehnenhand lasse ich einmal so ausgestreckt, winkle sie hinten ein, fahre mit der gerade vor, ziehe die Sehne zurück, holze hinten bei der Wange und dann lasse ich einfach los. Jetzt werden wir das probieren mit einem Nullbogen. Diese Richtung ist das Ziel. Fußspitzen, Hüfte, Schultern, Arm, T ausziehen, die Finger bis zur Wange in etwa bringen, über die Sehne hinausschauen, mit der Pfeilspitze in das Ziel und loslassen. Ich kann es sogar einmal frei loslassen, man, es passiert gar nichts. Ja? Nein, drahte ich den Pfeil weg. Ja? Wenn ich aber sauber mit den Fingerspitzen oder da mit dem Winkel von den drei Fingern schön hineinfahre und zurückziehe, dann bleibt er sauber und wackelt da. Zum Zurückziehen jetzt an der Sehne und dem Ankerpunkt. Wir sollen schauen, dass wir immer den gleichen Ankerpunkt haben. Und der Ankerpunkt, den kann ich finden mit meinen. Mit der neuen Neigungsgruppe Bogensport bietet der ÖAV nun eine weitere Attraktion für Einheimische und Gäste. Alles, was in Kitzschau am Alten Meer zum Tourismus oder Aktivitäten dazukommen, ist natürlich sowieso positiv. Und ich war heute selber schon beim Schießen dabei. Natürlich für die Einheimischen und auch für den Tourismus natürlich perfekte Sache. Wie ist es gegangen? Für den Anfang, für das erste Mal sehr gut, ja. Was ist so das Faszinierende? Selber probiert jetzt, wie ist es so? Wie ist es so? Ist jetzt gut. Ein bisschen Adrenalinschub haben wir zuerst. Und natürlich, gut, zuerst einmal muss man die Sicherheitsmaßnahmen auch einhalten. Der Rainer Stefan macht das sehr, sehr gut. Bis man natürlich einmal das Gefühl ein bisschen hat für den Bogen, welche Richtung jetzt an welcher Hand nimmt man. Ist ein bisschen schwierig, aber wenn man einmal zwei, drei Schüsse gemacht hat, dann passt es schon. Gibt es auch von der Gemeinde für diesen Bogensportplatz eine Unterstützung? Momentan haben wir jetzt noch nicht darüber diskutiert. Der Rainer Stefan hat erst vor zwei Monaten mit dem ganzen ideenmäßig angefangen. Aber schon allein von meiner Seite, von Tourismus, wenn wir versuchen, das Ganze ein bisschen in ein Konzept zu gießen.
und natürlich zu forcieren auch Richtung Tourismus, Gäste und so weiter, dass man das ein bisschen einbindet. Das heißt, es soll auch dann von den Gästen angenommen werden? Also ich schätze schon, dass man alles, was natürlich Attraktivitäten in der Marktgemeinde mehr gibt, ist zu wünschen oder wünschenswert. Und da ist das sicherlich eine sehr, sehr gute Einrichtung. Und die müssen wir schauen, dass wir irgendwo in ein Konzept einbringen, gemeinsam mit allen anderen Sachen, was es in Kötschach gibt. Das heißt also, ein weiterer Teil in wichtige Infrastruktur für Kötschach Mountain. Sehr, sehr wichtig, sowieso, ja. Mit dem Nullbogen machen die Teilnehmer die ersten Versuche. Maßgeblich ist auch der Ankerpunkt, dass ich immer die gleiche Auszugslänge habe. Wenn die Auszugslänge eventuell kürzer wird, hat der Bogen weniger Kraft und die Flugbahn des Pfeiles ist eine andere, ja, er sinkt zu früh ab. Habe ich zu viel Kraft und ziehe zu weit hinter, dann hat die Wetter der Pfeil über das Ziel hinausschießen. Rechts- oder Linksbogen? Ich habe euch den Bogen einmal, diesen Nullbogen einfach in die Hand gegeben und die habe ich in die Hand genommen, ich habe es mir wahrscheinlich nachgemacht. Ich trage ihn links in meiner linken Hand und ziele mit dem rechten Auge. Ich bin ein Rechtsschütze. Bin ich ein Linksschütze, trage ich den Bogen oder halte ich den Bogen in der rechten Hand, ziehe mit der linken Hand und schaue über das linke Auge über die Pfeilspitze in das Ziel. Das muss man individuell einmal selber herausfinden. Mehr gibt es Rechtsschützen als wie Linksschützen. Statistik habe ich keine jetzt an dahinter. Ich kann euch das eventuell so vorstellen, wenn ihr euch vor das Gesicht so ein Reich macht, mit welchem Auge schaut ihr durch? Okay? Da findet man es vielleicht am ehesten heraus. Der Hund hat den gespannt, dass er völlig bricht. Das passiert jetzt gerade bei dir. Da kriegst du einen anderen Bogen. Ja, nicht zeitlich. Mit Zuge 2 geht nicht. Mit dem schon. Oder mit nachher. Ja, die Nasenspitze. So, heute macht einmal die Kretsche. Machst du die Kretsche? Ja, mir soll es funktionieren. Jawohl. Nachschauen, dass man nicht so einschauen, gell, so, dass der Kopf leicht abgewinkelt ist, sondern dass der auch gerade oben geht. Aber das hat viel mit dem Standplatz zu tun. Wenn du bergab schaust, dann musst du automatisch fast ein bisschen oben gehen. Gell. Aber da ist zum Schauen, dass er gut das D einhält. Also angenommen, ich bin da erhöht drinnen, so, dann muss im Prinzip die Hüfte, so der Schwerpunkt, auch wieder ins D reingehen. Ich soll nicht so da stehen und das nachher aus der Bewegung. Also, ja, da funktioniert das nachher da drinnen. Ja. Während die einen noch üben, schießen andere bereits auf die Zielscheibe. Jawohl. Ja, das Besondere im Bogensport ist, die Technik zu perfektionieren. Und dadurch dann die Ziele auch regelmäßig und hintereinander immer zu treffen. Faszinierend ist, dass man das Ziel, was man sieht, auch trifft. Ihr schult da die Neulinge ein. Wie läuft das ab? Worauf müssen die da achten? Also wir sind unterwiesene Guides in Bezug auf Sicherheit und Technik. Und ja, wir versuchen das bestmöglich weiterzugeben, sodass man von Anfang an nicht irgendwelche Fehler sich einlernt, die man dann schwer wieder los wird. Es ist heute der erste Tag, wie wird das Ganze angenommen? Also bis jetzt ist es super, es sind von 10 Uhr bis jetzt schon am Nachmittag durchgehend Besucher da. Und diese Besucher durchlaufen die verschiedenen Stationen am Übungsplatz. Unterdessen machen wir uns mit Stefan Ranner auf zum 3D-Parcours. Aber zuvor muss er sich noch einschießen. Ein Pfeil folgt dem anderen und dann ist Stefan bereit für den 3D-Parcours neben der Forststraße. Psst. Psst. Psst.
Das erste Ziel hat Stefan bereits im Visier. Zwischen 200 und 600 Euro kosten diese 3D-Figuren. Das Reh kommt als nächstes an die Reihe. Und weiter geht's zum nächsten Ziel. Ja, wir sind mal in der Mitte vom Parcours beim Stand 4, beim Mountainer Bär. Das ist unser Wahrzeichen. Wir haben den extra für uns da reserviert, dass er in dem Bogenparcours Platz findet. Wie viele Figuren gibt es da insgesamt? In Summe haben wir 13 Ziele. Einen Fuchs, einen Dachs, einen Luchs, eine Eule und wie gesagt auch den Mountainer Bär. Aber es ist nicht so einfach, diese zu treffen. Nein, Übung macht den Meister, keine Frage. Aber es muss im Prinzip ein jeder sein Glück versuchen. Und ob Anfänger oder Fortgeschrittener, es ist einmal ein guter Tag und einmal ein schlechter Tag. Okay. Auch Gäste sind bereits zum neuen Parcours angereist. Hella, super. Ja, hinten. Ja, aber. Wie bist du auf den Parcours aufmerksam geworden? Durch Radio Osttirol haben sie eine Werbung gemacht heute und haben gesagt, jetzt schauen wir das einmal an. Und selber schon begeisterter Bogensportschütze? Wohl, daheim, wenn ich Zeit habe, probiere ich schon. Aber zu schießen, ja, aber auf die Weiten muss ich schauen, ob er was trifft. Freitags ab 17 Uhr können sich interessierte Personen von ausgebildeten Guides den Sport näher bringen lassen. Ja, wir laden natürlich alle recht herzlich ein, im Bergsteigerdorf Mauthen den Bogenparcours zu besuchen. Und ob jung oder alt, es sind alle herzlich willkommen. Für Alpenvereinsmitglieder der Sektion Obergelder Lesachtal ist die Benutzung gratis. Gäste zahlen 5 Euro pro Tag für die Benutzung des Schießplatzes und 10 Euro für die Benutzung des Schießplatzes inklusive des 3D-Parcours.